Servus, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einer gemütlichen Runde Ark mit Voucher und mit uns am Allerle. Heute ist der Tag, es geht ins arktische Biom zurück. Wir wollen heute von der Zähmliste den Ferox uns schnappen. Ich bin gespannt, ob es läuft. Mittlerweile wurde ja gefixt, dass man den betäuben kann und mit Beeren zähmen. Wir brauchen also Element und da fangen wir am besten schon mal an. Ein bisschen vorbereiten müssen wir noch. Hexagon Hast du tauschen. Hexagons, die du ausgeben möchtest? Ja, habe ich. Und zwar brauche ich zwei Elemente. Heute kriegst du richtig viel Kohle von uns. Das geschieht So. dir recht. Danke, Überlebender. Das geschieht hier rechts, sagt. Ist einfach die Beste der Erde. So, das machen wir natürlich hier auf unsere Null, weil ich schätze mal, dass beim passiven Zähmen das da halt rein muss. Dann, oh, sehe ich gerade. Ich sehe gerade, unser Bufole ist hier noch aktiv. Der ist noch im Ball drin. Diggerle, das wollte ich ja nicht. Du sollst ja nicht erfrieren. So, ich nehme hier die Heiltränke drauf, die nehmen wir mit. Bufo kommt in die Küche. Tanzt noch einmal für mich, mein Süßes. Dankeschön. Was brauchen wir denn noch? Wir brauchen für den Bock dann. Ich gehe übrigens, ich mache keinen großen Aufriss, kein Zähmbox oder so. Wir gehen hin, wir zähmen den Passiv und dann gucken wir, dass der Bock dann uns in irgendeiner Weise dabei hilft, das zu überstehen heute. Ich glaube, mehr als zwei Verwandlungen muss man auch gar nicht erleben. Aber es ist alles nur Theorie bis jetzt. Wie es dann wirklich in unserer Praxis aussieht, erleben wir dann heute. So, mittlerer Kühlschrank, dann lasse ich die Bälle nämlich hier. Beziehungsweise. Falls ich mir zwei hole, ich kann aber einen auf die Schulter, einer kommt dann in den Ball. Ich glaube, ein Ball reicht uns, dass wir nicht zu viel Zeugs mitschleifen. Ne? So, dann haben wir hier die Bloodpacks. Stopp, das ist der Gemüse. Das Gemüsefach braucht man nicht voll. Hier. Ja, wunderbar. Da werde ich wieder welche besorgen. Wenn wir so um die 600, 700, 800 Stück haben, gehen wir wieder in die Sümpfe und holen uns den zweiten Bloodstalker. Unseren zweiten Bogdan. Bogdan, seine Frau sozusagen. Habe ich den Bogdan eigentlich schon Bogdan genannt? Ich würde ihn ja eher Bogges nennen, also der Spitzname von Bogdan, der Bogges. Ja, komm, den nenne ich kurz um. Den nenne ich kurz um. Dann hast du einen Namen. Dann passe ich umso mehr auf dich auf, wenn wir heute unterwegs sind. Name ändern. Aus Bogdan wird der sogenannte Bogges. Mr. Bogges. Hast du eigentlich was zum Futtern? Nicht, was du wegen Force Feeden, habe ich überlegt. Du freust dich fast so schön wie Pupsi, aber wirklich nur fast. So, pass auf, ich muss mal kurz gucken. Wir brauchen auf jeden Fall Klamotten. Fisch brauche ich für den Bogdan, weil Fleisch habe ich nämlich fast nicht. Hier, das sind sie, ne? Wir haben Oberteil, Hände, Beine, Brust und Schuhe. Die nehme ich auch mit. Dafür lasse ich den Bogen hier. Und ich lasse natürlich auch die Mats hier. Die brauche ich nicht mitschleifen. Ich brauche weder Holz im Gebiet gleich. Noch Chitin, noch Zement. Tatsächlich heißt der Zement jetzt wieder Zement. Und Leder heißt jetzt wieder Leder, ne? Ich weiß auch nicht, was da manchmal mit der Lokalisierung los ist. Aber gut. Hauptsache, es ist wieder alles, wie wir es kennen. So, meine Lieben. Ah, da habe ich noch einen Haufen drin. Ich schleppe immer einen Haufen mit mir rum. Habt ihr schon mal gemerkt? Das ist komisch. Das ist sehr komisch. So, wir ziehen uns an. So. Ich werde wahrscheinlich nichts abbauen, aber man weiß es nicht sicher. Deswegen mache ich mal auf die 2 die Schlafsäcke. Den Bollen bringe ich noch runter. Wie geht's dir? Bei dir ist hoffentlich alles gut. Ich muss mich heute ein bisschen öfter so ein bisschen. Also, mein Hals ist leicht angeschlagen. Also, eine Bösheit, wenn ich mich ab und zu mal räusper. Röspere? Macht ihr eigentlich noch, was ihr sollt? So. Komisch. Komisch, komisch. Alles gut. Da habe ich doch letztens. Habe ich doch letztens das eingeräumt, Stroh. Oder habe ich nur dir Stroh gegeben? Ja, hier war der Strohimoi. So, das war's eigentlich. Wir sind soweit vorbereitet. Wir könnten jetzt los. Wirst du mich vermissen? Wirst du mich vermissen? Ah ja, Fisch wollte ich noch holen. Geh mal kurz den Fuß runter. Dumm, die dumm. Ich glaube übrigens, meine Patrouille hat aufgehört zu laufen. Tatsächlich, guck mal. Huch. Geschwind runtergestummt hier wie der Held vom Feld. Frage an dich, mein Freund. Hast du Fisch? Ja, du hast Fisch. Wieso geht es bei euch nicht mehr? Ich glaube, dass ich ihn aus Versehen letztens angestoppt habe. Ich stopp mal die Patrouille. Und ich glaube, dieses Lupen muss ich reinmachen, ne? Da bin ich letztens, glaube ich, aus Versehen draufgekommen. Starten. Kann aber auch sein, dass ich das Zertifikat nochmal erneuern muss jetzt. Der Walgesang, der ist so wunderschön. Ich werde mit meiner Schildkröte nach oben gehen. So, Krötemöte. Ne, hier macht keiner mehr Patrouille. Ja, ich nehme an, dass ich das Zertifikat jetzt nochmal erneuern muss. Ich bringe kurz die Schildkröte nach oben, ne? Dass die da ihren Platz bekommt und setze sie auf Passiv. Die stehen. Vielleicht laufen sie los, wenn ich zurückkomme. Ist auch schon passiert, dass die Patrouillenmod dann plötzlich, wenn man sich
aus die Renderdistanz bewegt und wieder reingeht, dann läuft es plötzlich wieder. Kann aber auch sein, nee, da braucht bloß eine Kleinigkeit hier ins Update geraten, was mit den Mods durcheinander kommt, ne? Ich bin deswegen auch kein großer Mod-Fan, so schön wie sie sind. Aber hier kann ich nicht mehr anders. Patrouillen-Mod brauche ich. So, liebe Schildkröte, du brauchst in Zukunft auch nicht mehr kämpfen. Du bist ein absolutes passives Tier. Du darfst einfach nur sein. Du darfst einfach nur sein. Sollen wir kurz einen Schnappschuss mit der Schildkröte? Ja, bald kommt die große Oma-Schildkröte. Oh, hast du rote Augen. Alterle. Voll das Alpha-Tier. So, jetzt gehen wir kurz Bestandsaufnahme machen. Dann hauen wir ab. Digga, wohin? Wo ist denn dein Kollege? Hä? Ne, das ist der Elektro. Habe ich jetzt schon wieder Tier verloren? Ja, wenn du aber sowas machst mit mir, dann wäre ich Stingi-Mingi. Ich sehe nur noch einen Käfer. Ne, sind beide da. Der eine hat sich nur super getarnt. Junge, Junge. Wenn einmal ein Tier abklitscht und du weißt nicht, wie es passiert ist, das macht mich durcheinander. So, das kriegt jetzt der Bogges und da hauen wir ab, Leute. Gehen wir rüber, porten wir uns drüben vom Felsen weg, dass ich hier nicht aus Versehen ein Tier mitschleife. Machst du nochmal Tänzle? Es ist ziemlich gut. Es ist schon ziemlich gut. So, meine Lieben. Zack, Fleisch ist drin. Nochmal ganz kurz. Wir haben zwei Element. Die Drohne ist dabei. Ich kann bis zu zwei weitere Element kaufen von ihr. Ne, zwei kostet eins, acht. Ja, noch zwei können wir kaufen. Zwei habe ich. Hofft, dass sie reichen. Wir haben beim Bock dann Futter drin. Wir können ihn uns hochheilen mit Heiltränken, falls was passiert. Essen, Trinken haben wir dabei. Wir haben die guten Klamotten für den Schnee. Resistenz ist geskillt. Und falls wir einen zweiten Ferox mitnehmen wollen, habe ich sogar ein Gyros-Spießle mit. Also, na, hau mal ab. Ich nehme dich schon mal auf Folgen, dass du auch gleich mitpottest. Und dann bitte, mein Freund, einmal hier abspringen und schön ins Wasser rein. Jawohl. Und gleich hoch. Ich muss halt mit dem noch mehr üben. Der Bogdan und ich, wir sind noch nicht so eingespielt, ne? Ich war eher Schlaxi. Schlaxi war halt mein Tier. Mit dem Bogdan ist so Geschichte, weißt du? So, meine Lieben, dann würde ich sagen, mache ich einen ganz kurzen Portschnitt. Dann sehen wir uns gleich im Schneegebiet. Allerdings zeige ich euch noch, wo ich hinporte. Und zwar, guck mal, du hast ja immer noch Herzchen, weil ich so viel gekauft habe. Ist die Liebe heute größer? Die Liebe ist größer. Das ist, ja, irgendwann will sie einen Diamantring, ich spüre das schon. So, meine Lieben, und zwar habe ich mir überlegt, hey, ach, ärger mich doch nicht immer. Kurzer Moment. Ein kurzer Moment. Immer wenn ich drauf drücke. Und zwar habe ich mir überlegt, Arktis Ost. Und dann habe ich die GPS-Daten mir rausgeschrieben. Das kümmern wir uns gleich. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Auf geht's, sagt unsere Drohne. Gleich sind wir da. Dann schauen wir mal ganz kurz, wo wir hin müssen. Bogdan ist dabei. Sehr gut. Erstmal aufmounten. Gucken, was hier für Viecher ist. Ein Bär. Aber der wird ja nicht gleich sofort aggro. So, ich habe jetzt ein Element auf die Null gelegt, sodass wir den alten passiven Zähmfortschritt mit E drücken versuchen können. Ich habe nämlich gelesen, dass es manchmal auch nicht geht und man eventuell das Ding selber benutzen muss. Das zweite habe ich auf der 4, weil ich da besser dran komme. So, meine Lieben, jetzt pass auf, wir gehen mal auf die Map, wir gehen aufs GPSle. Meine Koordinaten, die ich mir rausgeschrieben habe, ist 84, 83, 84, 47, ne? Also 83, 47, das wäre da hinten, in dem Quadrat, das noch nicht ausgefüllt ist. Da gehen wir jetzt hin. Das müsste ein Gebiet sein, in dem man fast die Hand vor Augen nicht sieht, wenn ich es richtig weiß. Und da fangen wir dann an, nach den Ferox zu suchen. Hier ist schon gut was los. Ich pott mich einfach mal weiter rein, würde ich sagen. Und die Kunst wird halt sein, jetzt da tatsächlich nicht zu sterben. Du siehst nicht viel, habe ich gehört. Und es gibt halt jede Menge Wölfe und was weiß ich nicht alles. So, irgendwo da drin müsste es sein. Ich gehe nochmal auf die Map. Ja. Da geht's auch schon los. Da unten sehe ich schon die ersten Wölfe. So, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wo genau sie sich aufhalten. Es gibt wohl eine Höhle, wo sie drin sind. Aber dank unserem Bogdan, da ist doch schon einer. Dank, aber direkt bei einem Wolfsrudel. Da hinten sind ganz viele. Dank ihm sehen wir halt viel, ne? Was war denn das? Und wieso direkt bei dem Wolfsrudel? Zieh dich mal hier hoch. Ich will nicht zwischen den Wölfen zähmen. Auf keinen Fall. Huch. Jetzt bin ich eventuell zu weit reingerutscht. Aber da waren ganz viele gerade da unten. Habt ihr gesehen? Wir gucken nochmal runter. Ah, Mensch. Das Problem ist, dass ich mit ihmchen hier nicht allzu viele Tiere einfach mal kurz wegschreddern kann, ne?
Aber ich bin auch noch nicht genau da, wo ich hin wollte. Lass uns mal noch weiter reingehen einfach. Bis 47. Also das komplette Quadrat könnte eventuell die Tiere beherbergen. Gucken wir mal, ob irgendwo vielleicht weniger Wölfe sind, weißt du? Vorteil bei ihm ist halt tatsächlich, wir sehen die Umrisse von den Gefahren, also von den Wölfen. Wir sehen die Ferox selber. Und wenn er sich verwandelt hat, kann ich den wahrscheinlich mit meinem Netz davon abhalten, mich anzugreifen. Das würde uns die 10 Box sparen, ne? Weil Passiv 10 ist ja jetzt dahin. Ah ja, gut, aber hier sieht man was. Ich dachte, das wäre schlimmer. Hinten ist ein Dödi. Dödi und Ankylosaurier, das wären genau die richtigen Kollegen jetzt in der Ecke, in der wir zählen, weil dann ist da nämlich keine Gefahr, wenn die noch leben. Was haben wir hier? Nochmal ein Dödi. Allerdings sehe ich jetzt hier keine Ferox. Ich bin gespannt, ob wir heute einen kriegen. Was haben wir da hinten? Wolfsrudel. Gleich weg. Gleich weg. Dann lass uns lieber da durch die Schlucht gehen, gemütlich. Wolfsrudel. Ein eingerollter Dödi ist auch eigentlich kein gutes Zeichen. Oh, wie wollen wir den hier rausziehen? In dieser Gefahrenzone. Da bin ich aber auch mal gespannt, hey, wie ein Flitzbogen, wie das klappen soll. Wo du hinläufst. Hier ist wieder total... Da funktioniert noch nicht mal mehr mein Infrarot-Ding. Kack jetzt mal nicht so laut hier, Alter. Wir sind umgeben von Feinden. Da hinten ist einer. Scheiße, Wölfe. Hinter dem Felsen, da wäre einer gewesen. Hier, guck mal. Genau bei den Wölfen. Die sitzen genau da, wo die Gefahren sind. Hier, guck mal. Ich würde die Wölfe ja einzeln hochkrallen, aber jetzt greift er den an. Eine gute Idee war, Bogdan ihren Wolf zu schnappen. Ist dem Bogdan egal, oder? Ja, aber den haben wir verloren. Die haben den weg. Boah, lala, sieht das übel aus. Und dann so fallen lassen, so kühl. Ja, aber das hilft jetzt. Danke, hast du gut gemacht. Ich bin stolz auf dich. Problem ist nur, der kleine Ferox ist jetzt auch weg. So, weiter geht's. Wir geben natürlich nicht auf, ne? Oh. Ich habe erst überlegt, bis ich hier einen gefunden habe, werde ich wahrscheinlich schneiden müssen, aber ich finde es gerade ziemlich aufregend. Ich glaube, wir lassen das mal so, wie es ist, ne? So, von hier oben funktioniert... Da ist... Ne, ist ein Dödi. Lauf mal davor an den Rand. Nee, nimm dich mal direkt zu dem Dödi hier hin. So. Dödi. Da hinten ist was, aber das ist kein Ferox. Hier ist wieder ein Wolfspack. Boah, du siehst aber auch wirklich fast gar nichts. Da waren da Edon, die sind genauso aggressiv wie Bären. Vorne haben wir Wolfsrudel. Wo laufst du da hin, weißt du? Wenn ein Känguru wegrennt, probier einfach schneller zu sein als das Känguru. Da links ist wieder einer, auch zwischen Wölfen. Vielleicht suchen die Anschluss bei den Wölfen. Guck mal, überall, egal wo ich hingehe, habe ich Wölfe am Arsch. Habe ich es irgendwie geschafft, aus dem Gebiet rauszugehen. Da unten ist einer. Da unten ist einer. Der sitzt ziemlich gut, finde ich. Guck mal hier. Ist nur ein Bär und Wölfe. Zwei Ferox, Leute. Die Bären, mit denen könnte ich mich arrangieren. Den Dödi sowieso. Boah, hopf mal. So, ich muss mal gucken, wo wir überhaupt sind auf der Map. Du bist echt ein guter Bogges. Tolles Tier. So, meine Lieben, wir sind bei 77,41. Das heißt, um auf 83 zu kommen, müssen wir noch ein bisschen weiter rein. Wir sind genau da, wo sie sich aufhalten. Und wir sehen ja auch genug. Ist ja nicht so, dass wir keine sehen würden. Ne? So, ich ziehe mich einfach mal wieder hier rein. Und gucken wir mal, wo wir rauskommen. Man sieht halt fast nichts in der Ecke. So, wie lange sind wir jetzt unterwegs? Weiß ich gar nicht. Wir gucken mal weiter. Hier wäre jetzt super, wenn doch da einfach einer auftauchen würde, oder? Dödi macht uns nichts. Dödi macht uns nichts. Ist da hinten einer? Ich glaube, da ist einer, Leute.
Links ein Anküsse. Hier ist einer. Ich versuche mein Glück. So, ich drücke E. Geht nicht. Jetzt habe ich einen Stein geklaut. Ich drücke mal die 4. Die 4 geht. So, ich drücke auf die linke Maus. Jetzt habe ich ihn praktisch in meinem Netz, ne? Jetzt macht er mir nichts. Jetzt kann ich ihn hier so ein bisschen rumkiten. Er ist jetzt halt voll unter Aggro. Komm, greif mal nichts anderes an. Das läuft, ne? Du kannst ihn einfach fixieren. Jetzt haben wir halt... Ich muss das kurz umdesignen hier auf die 4. Wenn das nicht geht mit der E-Taste, verstehe ich es auch nicht. Und jetzt warte ich einfach, bis der klein wird und dann gehe ich wieder hin, oder? Ich ziehe ihn mal ein bisschen weg, dass er nicht noch was angreift. Okay, er wird klein. Ein 13er, das wird mir erstmal reichen, zum gucken, wie sie sind. Dickerle! Komm nochmal rüber. Wieder 4 gedrückt. Aber es hat nicht gereicht, irgendwie. So, er wird groß. Ich drücke die linke und warte wieder ab, ne? Jetzt darf bloß kein Wolfsrudel vorbeikommen. Nee, komm, lass mal den Anki in Ruhe. Aber es hat nicht gereicht. Ich muss nochmal Elemente kaufen. Da vorne sind auch Wölfe. Um uns rum sind Wölfe. Wenn er jetzt klein wird, was mache ich dann? Ganz geschwind Element kaufen. Da hinten sind auch Wölfe. Ich weiß nicht, wo ich ihn hinziehen soll. Überall kommen jetzt Wölfe, Leute. Ich dachte, 2 Element reichen, ne? So, ich muss kurz kaufen. Drohne. Hexagon. Hast du Hexagons, die du ausgeben möchtest? Ich kaufe jetzt nochmal 2. Danke, Kumpel. Dann auf die 4 damit. Sind sie schon? Da bist du ja schon wieder. Okay, hat scheinbar geklappt. Wird er groß? Er wird groß. Ich drücke nochmal die linke. Hey, aber irgendwas stimmt nicht. Da stand 1% 10 Fortschritt. Das sieht mir so aus, als ob wir den nicht kriegen. Das ist ein 13er. Der wird doch keine 100 Elemente brauchen, oder? So, ich kite ihn mal rum. Immer in der Hoffnung, dass der Juti da hinten nicht kommt und die Wölfe nicht. Komm her mit darüber. Vielleicht rette ich dir am Ende noch das Leben. Hier ziehe ich ihn mal rüber. Ja, aber ich krieg den nicht. Ich krieg den nicht, Leute. Es steht immer noch eine 1 da. Das scheint kaputt zu sein. Jetzt habe ich ihm 4 Elemente gefüttert. Dann brauchen wir offensichtlich mehr. Oder ich darf den nicht so abhalten davon. Vielleicht darf ich das nicht machen, was ich hier mache. Oh, der hat mich runtergestummt. Bogdan! 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 Digga, beruhig dich doch! Beruhig dich doch! 4 Elemente. Ich hoffe, es bleibt. Ja, wir haben den! Jetzt, wo es zahm ist. Dickerle! Ich hab ihn auf die Schulter, jetzt müssen wir nur noch einen Bogdan rufen und dann gehen wir hier weg, Leute. Wir haben den! Aber 4 Element! Wo gehst du hin? Alter, wär doch nicht noch schneller. Wir haben den! Oh, aber 4 Element? Wow. Für einen 13er? Der war super teuer und hätte mich fast meinen Arsch gekostet. Erstmal hier weg. Schöne Geschichte. Freue ich mich jetzt. Über das kleinste Tier freut man sich da, ne? Wenn man sowas da mal erreicht hat. Ich muss aber sagen, ist super praktisch mit dem Blutjäger hier, ne? Weil du kannst den auf Abstand halten. Das ist absolut super. Und vor allem durch das Gebiet kommt man super gut durch. Ich hätte eine Idee. Lasst uns mal noch kurz einfach Spider-Man-mäßig hier raus aus dem Nebel. Wenn er mitmacht, unser Bogdan. Oh, ich mag die neuen Tiere. Ich habe ihn jetzt noch gar nicht gesehen. Wir gucken uns den gleich an, wenn wir einigermaßen sicher sind, ne? Ich mache jetzt auch keine großen Sprünge mehr hier im Gebiet. Ich würde nur gerne vielleicht 1, 2 Störungen einsammeln. Wir haben nämlich unser komplettes Arsenal verschossen jetzt für den Kleinen. So, ich muss nur hier rauskommen. So, machen wir dein Netz los. Machen wir einen Sprung hier rüber. Digga,
Jetzt. Einfach mal raus. Würde ich sagen. Oh, zwischen Juti und Wölfen haben wir den jetzt rausgezogen. Auf den müssen wir super gut aufpassen. Bist du gerade auf dem Weg? Ne, das passt schon, aber mehr in die Richtung. Guck mal hier über den Berg drüber, Digga. Das ist doch so deins. Wow, war das spannend jetzt da in dem Gebiet, ne? Ich hoffe, wir finden ein, zwei Störungen hier noch. Lass mich mal angucken. Ich habe keinen Eiswürfel gerade. Was habe ich denn da unten jetzt? Ich habe erhöhte Kälte- und Wärmeschutz. Ist das durch den wahrscheinlich, ne? Ist der süß. Guck mal. Guck mal. Ja, wie gut. Wie geht das denn? Du alter vier Ding. Ach Gott, ist der putzig. Schön. Der ist gut. Der kommt zu Pupsi in die Küche runter. Müssen wir gucken, dass wir an der Kühlhalle Pupsi irgendwo im Übergang zur Kühlhalle hinsetzen. Und den Kleinen dazu, ne? Sehr, sehr niedlich. Bogdan, hast du gesehen? Hast du gesehen? So, komm, weiter geht's. Ich brauche ein, zwei Störungen. Wir sind so leer. Wir sind so leer, was unser Element, unsere Hexagons angeht. Das ist schon traurig. Cool ist, dass es ein Schultertier ist, wenn er klein ist, ne? So, gleich habe ich's. Kurzer Moment. Guck mal, ab und zu spackt er halt auch ein bisschen, ne? Der Gute. Jetzt hast es. Denk dran, du bist ab einer gewissen Höhe. So ist es wahrscheinlich Schnacksi weggekommen. Schnacksi, Schlacksi, die heißt auch jede Folge bei mir anders. Habe ich auch schon gemerkt. So, komm her. Lass mich nochmal kurz gucken. Ja, dann gehen wir da jetzt hier durch die Schlucht oder was das da hinten ist. Da ist eine Störung. Digga. Die Frage ist, ob ich die Störung kriege, ohne dass ich 1000 Tiere pull. Ja, da. So, das Netz ist ab. Oh je, habe ich das gemacht? Diese Störung hinterlässt einen schalen Nachgeschmack. Bei mir geht's. Ich fühle mich irgendwie schlecht. Ach, brauchst dich nicht schlecht fühlen. Alles gut, ich habe mal ein paar Pünktchen. So, wir gehen da noch runter. Vielleicht findet man noch eine zweite. Da ist ein See, oder? Ist das ein See? Vielleicht finde ich da einen Benno. Dass er dein Netz wieder annehme. Da ist ein See. Wenn wir irgendwo einen Otter finden, dann hier. Was ist denn das hier? Öl? Das ist ein Ölstein, gell? Warte mal schön. Ich höre gerade, was ich schon wieder höre. Ja, ist ein Ölstein. Nehmen wir gleich ein bisschen mit. Komm, wir gucken mal kurz an dem See, ob es Fische gibt und ob ich vielleicht einen Otter finde. Gott, ist das schön an dem See. Was ist denn das hier eigentlich? Sind das Steine? Das sieht aus wie Riesenkothaufen. Ganz normaler Stein. Nur nicht zu lang vom Tier runter. Fische sehe ich hier aber keine. Oh, Bogdan, du hast ein Level Up. Du hast ein Level Up. Ich habe schon lange keins mehr gekriegt jetzt. Verdient, verdient. Komm, wir gucken mal. Da wird ja wahrscheinlich das Wasser irgendwo hinfließen. Otter sehe ich aber hier keine jetzt. Ja, guck. Komm, wir folgen mal dem Bach. Was ist denn das Kleine da unten? Ein Dodo. Schön, oder? Wie der Bach sich hier durchzieht. Wir folgen dem mal. Vielleicht fließt der ja in den See irgendwo rein. Da ist ein Missionspunkt. Ab und zu mal links, rechts gucken, ob wir noch eine Störung finden. Da ist ein Archaeopteryx. Unten ist dieser Menschenaffentyp.
Da kommt ein großer See. Wenn es Otter gibt, werden wir sie wahrscheinlich hier finden. Aber der ist komplett gefroren, der See. Umso schöner. Ach, guck mal hier. Da tauchen wir jetzt aber nicht runter, oder? Da tauchen wir nicht runter. So süß, wie das vielleicht gedacht ist hier. Da oben ist noch eine Störung. Das war doch das Ziel. Jetzt nehmen wir noch die Störung mit, wenn wir die leicht bekommen. Und dann hauen wir ab und gucken uns dann Ferox endlich mal richtig an. So, jetzt haben wir wenigstens 2000 Punkte wieder zurück, oder? V4421 für diese Störung bedanken. Da ist noch eine, die oben ist. Sie hat gerne Strukturen gemacht. Ehrlich gesagt war sie besessen davon. Sie hat es irgendwie geschafft, ein Gebäude mit einem Korridor zu bauen, bei dem zweimal links abbiegen gleichbedeutend mit einmal rechts abbiegen war. Ja, in Wendungen im 90-Grad-Winkel. Nein, ich weiß nicht, wie das möglich ist. Wie sie sich freut. Ich vermute, das hat die Störung verursacht. Wie sie sich freut, unsere Drohne. So, genau hier hin. Und einfach nur landen. Danke. Ja, wir haben nämlich einen Haufen Punkte eingebüßt, ne? Klappt, ich denke, ja. Das war einer der Schöpfer dieser Simulation, der auf etwas gedrückt hat, was als Schlummertaste bezeichnet wird. Das musst du mir später erklären. Nicht so weit raus. So, komm, das reicht. Ich bin zufrieden. Bevor wir jetzt noch irgendwas verlieren. Der Bock ist nochmal auf Folgen genommen. Liebe Drohne, bringst du uns heim? Nochmal Hallo gesagt. 4000 haben wir wieder, Leute. Ozean Ost. Koordinaten gesperrt. Zeit für Teleport. Jo, teleportiere uns. Guck mal, der Kleine. Wo geht's hin? Was ist los? Ich habe aber eine Kühlhalle für dich, da kannst du schlafen abends. Tagsüber auf der Insel rumrennen und nachts gemütlich in die Kühlbox. Boah, aber das ist der vier Element. Ich habe mit zwei gerechnet. Ich habe irgendwo gelesen, zwei, immer nur zwei braucht man angeblich. Also vom, man braucht ein paar Beeren bis zu dem, wie es jetzt läuft, finde ich es ziemlich teuer. Aber ist ja ein High-End-Tier eigentlich, ne? Auch wenn er nur 13 ist. Wir müssen den halt mal die Tage irgendwann groß machen, dass ich sehe, wie viel Leben der hat und so. Beim Teleportieren wird mir immer etwas schwummrig. Ja, du bist jetzt auch gleich erlöst. Hast uns gut begleitet. Ich bin stolz auf dich. Schönes, spannwarmer Drohne. So, zurück. Jetzt bin ich mal gespannt, ob meine Tiere wieder aktiv sind. Schöne Runde, meine Lieben. Jetzt geht's weiter mit dem Bauen. Die Base muss ausgebaut werden. Wir haben unheimlich viele neue Tools am Start. Der Grill, der Industrial Grill, der Zerhäcksler, den will ich bauen. Wir müssen gucken, dass wir mal langsam ein paar Missionen machen, dass ich Hexagon-Punkte kriege. Denn ich will auch dieses Equipment aus den Kisten irgendwann mal haben. Ne? Was brauche ich denn eigentlich, um im lunaren Gebiet zu überleben? Das würde mich mal tierisch interessieren. Da muss ich mich morgen drum kümmern. Ne? Da müssen wir uns morgen drum kümmern. Dass die Patrouille wieder läuft. So. Koppel dich ab, genau. Eigentlich wäre das der perfekte Platz für dich, gell? Stopp, stopp, stopp. Ist gut, ist gut. Bock da an. Bock ist. So. Was ich nicht weiß, ist, ob wir den morgen noch haben, ne? So, komm her, wir bringen unser Tier mal runter. Ja, der Kleine, der kommt auf jeden Fall hier dazu. Ich will ihn jetzt nur nicht... Ich kann ja mal hier... Weißt du, am Anfang ist er ja eh schüchtern. Du bist so spaßig, Alter. Das gefällt mir mal so gut. Du guckst gar nicht auf mich drauf, gell? 73 Leben. Gott, sie sind halt ruckzuck tot, wenn die mal angeknabbert werden, ne? Also gut. Isst du jetzt dann aber in dem Fall Bärchen, oder? Ist das etwa dein erster Haufe, den du gemacht hast? Lass mal den Baba googeln. Nö. Die sind super. Was macht's denn? Guck mal. Hahaha, der ist gut. Sehr, sehr gut. Meine Lieben, dann mache ich aus für heute. Ich setze ihn zu Pupsi. Tagsüber kann er hier mit denen ein bisschen rumtrollen. Okay, ich merke schon, ich muss dich ein bisschen schiefer schmeißen. Ja, genau so habe ich mir das vorgestellt mit euch zwei. Und mir der Weg versperren. Ist der süß.
Ist der süß. Ich kann den natürlich, ich muss nochmal gucken, Leute. Ach Gott, ist der drollig. Die sind echt schön geworden, gell? Warte mal, Alterle, kannst du auch vielleicht noch mitmachen? Nee. Alterle hat heute keine Zeit. So ist gut, oder? Die Drohne hat auch ihren Blick in die Richtung, wo ich geschaut habe. Sehr, sehr cool. Wo hast denn die Axt hingemacht? Hier. Sehr cool, oder? Meine Lieben, wir sehen uns morgen wieder. Ich werde einiges ranholen an Material, an Elementen, das wir hier bauen können. Und ich muss mich jetzt gerade ein bisschen rauszwingen, leider. Ich würde gerne noch drin bleiben, aber ich muss tatsächlich. Wie gut. Alles klar. Ja, aber Bobo brauchst du ja nicht gerade schnüffeln. Ich muss den jetzt sauber hinsetzen, das lassen wir ja keine Ruhe. Ja, genau. Der Wunderfitzig. So gefällt mir das. So, meine Lieben, ich mache aus. Bis morgen.